Hallo Markus, wir haben dich entdeckt. Was war da los? Sie haben doch das Mädel mit der Quetschen haben sie doch irgendwie mitgenommen, ja, gell? Und hast du die wieder frei gekauft mit einer Kaution? Nein, eine Kaution gibt es ja jetzt bei sowas nicht. Ich habe gerade eben mit ihr gesprochen vor einer Minute. Sie ist jetzt auf dem Weg nach Hause und wurde wohl in Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet, weil sie sich angeblich rechtswidrig auf dem Platz aufgehalten hat. Und ja, ist aber alles am Laufen sozusagen. So, dann geht die Frage. Also ich habe mir jetzt mehrmals gehört, wenn jemand Einspruch macht wegen Masken nicht tragen, ja, dass es noch keinen gegeben hat, der wirklich verurteilt wurde. Kann das stimmen? Es kann schon sein, dass es welche gab, aber es werden im Zweifel relativ wenige sein, weil wenn man es richtig begründet, vor allem bei den alten Verordnungen, wird es schwierig, weil wie soll der Staat mir jetzt nachweisen, dass ich keine Maske tragen kann? Und die stellen es dann ganz oft ein, weil sie die Diskussion nicht wollen. Also die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Erstmal nicht die Wahrscheinlichkeit zahlen. Ist sehr hoch. Ich würde immer Einspruch einlegen. Ja, also jetzt rede ich als Privatperson, ich bin nicht mehr für die Presse da. Und ich würde immer Einspruch einlegen, weil die Chancen sind sehr, sehr gut. Und wenn am Ende mal hunderttausende Leute, ganz normale Bürger, OWIGs haben wegen Masken tragen, dann kriegen auch vielleicht die Gerichte und die Presse mit, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, übrigens dem Thomas, der hier in München auch ein Kollege von mir, der hat einen Strafbefehl von 560 Euro gekriegt. Also die haben ihm eine günstige Pauschale gemacht. Natürlich habe ich ihm auch geraten. Ja, immer Einsprüche einlegen. Die haben behauptet, das Attest wäre gefälscht. Ja, das ist eine falsche Verdächtigung durch die Polizei. Dürfen die das verdächtigen? Naja, was heißt dürfen? Sie machen es halt und wenn es keine Ansatzpunkte dafür gibt, ist eine falsche Verdächtigung und dann kann man denjenigen bei der Polizei natürlich anzeigen. Aha, das muss weil ein Ermittlungsverfahren dann eingeleitet wird. Aha. Also, versteht mich richtig, wenn es offenkundig gefälscht ist, ja, klar, dann geht es natürlich. Dann ist es eine ganz normale Straftat, wird ermittelt. Nicht, ja. Aber wenn ich einfach nur sage, es ist gefälscht. Ja, die haben gesagt, Verdacht auf Fälschung aber dann gibt es auch keinen Strafbefehl. Also der Strafbefehl, wenn jetzt existiert, dann kriegen sie vielleicht Ärger, die Polizei. Das kommt ja darauf an, was am Ende rauskommt. Also es hängt von dem Attest ab. Kann man jetzt pauschal sagen. Ja, der Attest ist also mit ziemlicher Sicherheit nicht gefälscht. Wenn es ein richtiges Attest ist und ich führe dann, ich mache dann solche Aussagen seitens der Polizei und leite ein Ermittlungsverfahren ein und es gibt keinen Anhaltspunkt, das ist meines Erachtens eine falsche Verdächtigung. Aha, aber das wird im Zweifel häufig genauso eingestellt wie die Atteste. Also die Attestfälle, momentan wird einfach sehr, sehr viel eingestellt, weil die Gerichte überhaupt nicht mehr hinterherkommen. Also ich würde Einspruch einlegen. Ich muss es nur, also eine Frage kann ich noch, aber wir müssen wirklich heim. Ja, mit der Uli habe ich gerade mitbekommen. Also die Uli hat dann vorzeitig aufgegeben, aber die wollten natürlich nicht riskieren, dass sie eine fette Strafe kriegt. Ja, die hätte überhaupt keine Strafe gekriegt. Das war jetzt seitens der Polizei eine Störung der Versammlung und eine Nötigung. Weil die Argumentation war eindeutig, das war eine Versammlung von ihr. Innerhalb ihrer Versammlungsfläche war Platz, Maske. Ja. Der Rest, der Marienplatz hat gewesen ist, hat eine ganz andere Richtung geguckt. Die haben sich überhaupt nicht dafür interessiert. Ja, und die haben dann gesagt, die gehört dazu. Und das ist grob rechtswidrig. Das ist aber meines Erachtens auch strafbar, weil man die Dame dann damit genötigt hat, wenn du das jetzt nicht freiwillig beendest, dann machen wir es und dann zeigen wir dich an. Genau. Und das ist eine Nötigung und außerdem ist es eine grobe Störung der Versammlung, weil die dann eben nicht mehr durchgeführt wurde. Wären für mich zwei Straftatbestände. Ja, aber muss jeder für sich entscheiden. Ich lasse mich jetzt bei sowas von der Polizei natürlich nicht nötigen, aber ganz so leicht sollte man vielleicht manchmal nicht aufgeben. Ja. Aber das sind schon Methoden, die sich für Polizei nicht gehören. Merci, vielen Dank. Dankeschön. Wir sehen uns wieder. Ciao. Wann geht's morgen los in Oberaulach? Ja, schon ist der Nächste da in Interviewen. Er kommt nicht mehr weg von den Kameras. Ja, jetzt haben wir ihn noch erwischt und es war ein ganz kurzes Gespräch. Und jetzt schauen wir mal, wie spät es ist. Ja, jetzt ist es Viertel nach sechs und jetzt gehen wir zum Auto und schauen, ob wir irgendwas zum Essen kriegen. Thank you.